Hintergrundmusik. Oh ja. Aber wir erzählen jetzt gleich weiter. Mhm, richtig, ja. Wir sind auf das aber zum Wicht in Studio. Genau, ja. Also, der Wicht ist nicht dabei gewesen. Nein, leider nicht. Aber wäre auch sehr geil gewesen. Oh ja. Nächstes Mal dann Wicht, hä? Bist du auch mit dabei? Genau, wir sind im Studio vom Wicht und haben die beiden Vers, die wir komponiert haben, aufgenommen. Schön langsam, ja. Gemütlich haben wir es gehabt, mit ja. Licht im Studio. Und was man noch dazu muss sagen, der Sam da, der hat ganz viele One-Takes gemacht. Von wegen, er war noch nie im Studio gewesen. Du bist sicher noch heimlich geüben in Studios. Ja, natürlich. Ja, fix. Kann ich sonst nichts tun. Hure geile Leistung. Merci, merci. Man muss aber auch sagen... Unter guter Anleitung. Yeah, danke. Aber man muss auch noch sagen, das Wichtstudio, es ist einfach eine geile Atmosphäre dort drin, ne? Ja, es ist so surreal gesehen, ja. Es ist wirklich geil. Und es ist ja das Studio, wo auch mal der Sefla-Chef drin war. Weil der Wicht hat ja das Lied dort drin gemacht, genau. Mit dem Sefla-Chef. Den Vibe habe ich gespürt, wegen dem ist es so gut gegangen. Yeah. Steph, du weißt es. Wir haben doch auch noch Verbindung zum Dodo gehabt dort rein. Vielleicht war es deswegen so cool und einfach alles an einem Strick gezeigt durch. Es sind einfach die Vibes, das war super gewesen. Mega. Unvergesslich. Mega. Und ich mache da noch ein bisschen Schleichwerbung. Nach unserem Song «Case Glass» am 2.12. haben der Wicht und ich das Releasing am 30.12. und der Song heisst «Ziehen». Ziehen! Ziehen! Ja, Mann! Yeah, der Töff hat auch gerade mitgemacht. Ja. Yeah. Ja, und nach dem Wicht, was nach dem Wichtstudio passiert ist, das erzählen wir euch im nächsten Video. Weil da kommt der Dodo wieder ins Spiel. Oh yeah. Aber es war eigentlich nur Zufall.